Herzlich willkommen zu einem Video hier auf diesem Kanal. Dieses Video ist tatsächlich das letzte vorproduzierte Video. Das heißt, ab morgen gibt es endlich mal wieder neue Videos, die ich eben halt nicht eine Woche vorproduziert hatte. Dieses Video wird auch immer noch am Dienstag, den 6.10. aufgenommen. Das heißt, aus eurer Sicht natürlich ist es schon mehr als eine Woche lang her. Und ich werde tatsächlich heute Abend auch wieder zurück aus dem Urlaub kommen. Das heißt, eventuell kann ich heute sogar schon wieder den ersten Livestream machen. Ich muss dann schauen, wann ich dann wirklich wieder zurückkomme. Wie gesagt, kann ich jetzt eben halt noch nicht wissen. Auf jeden Fall schaut da gerne auf meinem Twitch-Kanal bei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort natürlich ein Follow da lasst, dann werdet ihr auch keine weiteren Livestreams mehr verpassen. Außerdem habe ich auf meinem Discord jetzt auch Bots eingerichtet, wo immer über alle neuen Videos, über alle meine Tweets und über alle neuen Livestreams auf Twitch berichtet wird. Also checkt den Discord gerne aus. Link dazu ist natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr auf jeden Fall immer über alles benachrichtigt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort noch ein paar mehr Member werden. Bisher hatte ich den ja immer noch nicht so promoted. Bevor wir hier allerdings über noch ganz, ganz andere Themen sprechen, beginnen wir mal direkt mit dem Thema des heutigen Videos. Und zwar werde ich euch heute erklären, warum ich dieses Jahr tatsächlich mir wieder eine neue CPU kaufen werde. Ich hatte mir ja bereits schon einmal in 2018 war das, glaube ich, zu Weihnachten eine neue CPU gekauft. Zu 2019 hatte ich mir eine neue CPU gekauft. Und jetzt eben halt auch nochmal in diesem Jahr wird es wieder eine neue CPU werden. Und ich werde euch jetzt erzählen, woran das Ganze liegt. Als erstes ist der Hauptgrund, warum ich mir auf jeden Fall jetzt eine neue CPU kaufen werde, ganz einfach, dass eben halt meine Grafikkarte dauerhaft nur 40% Leistung in Fortnite läuft, meine CPU außerdem wirklich immer langsamer gefühlt wird und ich immer nur noch 165 FPS in Fortnite erreichen kann. Und ich möchte auf jeden Fall wieder die konstanten 240 FPS erreichen, weil das eben rein zwischen mit meiner Grafikkarte möglich wäre und ich möchte immer nicht die 550 Euro für meine Grafikkarte komplett gewastet haben. Außerdem ist es auch so, dass in 2 Tagen tatsächlich die neuen AMD CPUs vorgestellt werden, beziehungsweise aus eurer Sicht vor einer Woche die neuen CPUs vorgestellt wurden und die werden, denke ich mal, auf jeden Fall eine ganz gute Leistung haben und ich werde mir dann wahrscheinlich auch irgendwie so einen 12-Kerner oder so kaufen, womit ich dann auch deutlich bessere Leistung natürlich im Schneiden habe und ich hoffe auf jeden Fall, dass die CPU dann mal so mindestens für 3 Jahre lang halten wird. Ich werde mir auch ein neues Mainboard kaufen, weil ich mit meinem derzeitigen Mainboard auch überhaupt nicht zufrieden bin und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich damit mit der CPU auf jeden Fall die richtige Leistung bekomme, um dann eben mal meine Grafikkarte annähernd gut auslasten zu können. Wahrscheinlich werde ich über die neuen CPUs auch noch ein Video machen, muss ich mal schauen, je nachdem wie gut die werden, bzw. was ich da alles berichten kann. Das Thema wird ja wahrscheinlich auch für viele interessant sein, denn es gibt ja auch demnächst die neuen Konsolen und die neuen CPUs von AMD werden eben halt gerade wahrscheinlich Counterpart zu den neuen Konsolen, denn je nachdem wie teuer die eben halt sind, kann man sich wahrscheinlich für einen annähernd gleichen Preis dann eben halt auch einen richtig guten PC kaufen. Also wenn ihr das Video auf jeden Fall sehen wollt, schreibt mir gerne dazu einen Kommentar und wie gesagt, das sind eigentlich so die Gründe, warum ich mir jetzt eine CPU kaufen werde. Allerdings hatte ich ja noch nicht erzählt, warum ich mir jetzt die letzten Jahre auch schon immer eine neue CPU gekauft hatte. Das eine Mal in 2018 war eben halt, weil ich vorher auf einem ganz alten Mainboard noch eine ganz alte CPU hatte und ich dann eben halt einfach eine neue CPU brauchte. Das war damals ein 6-Kerner, der 2600er und dann hatte ich eben halt mir zu 2019 den 2700er gekauft. Ich dachte, das wäre eben halt smart, weil eben halt ein 8-Kerner rein theoretisch oder man denkt manchmal so, ein 8-Kerner hätte mehr Leistung als ein 6-Kerner. Ist nun mal eigentlich nicht wirklich so fürs Videoschneiden eben halt ein bisschen schneller. Da hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, dass man eben halt dann so, würde ich sagen, gut 20% schneller eben halt Videos rendern kann. Allerdings bringt ihr eben halt keine weitere Leistung in den Games und ich dachte eben halt eigentlich, es würde damit locker ausreichen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt 2019 ja auch schon meine Grafikkarte und wusste eben halt schon damals, dass meine CPU auf jeden Fall viel zu schwach dafür ist und ich dachte immer, mit dem Upgrade würde das alles dann passen und die CPU wäre schnell genug dafür. Allerdings war es schon mal nicht so und die CPU war im Prinzip genauso schnell eben halt wie die CPU auch davor und nun mal hatte ich mir dann ja auch noch die Wasserkühlung gekauft, war allerdings eher so ein Projekt, wo ich das einfach machen wollte, weil es mir Spaß bringt, etwas mit dem PC zu bauen. Allerdings hatte ich mir auch erhofft, dass dann vielleicht wenigstens dadurch die Leistung nochmal gesteigert wird und im Prinzip so das bisschen, was letztendlich noch fehlt, um eben halt die Grafikkarte einigermaßen gut auszulasten, eben halt damit wieder reingeholt wird. Allerdings war es eben halt auch nicht so, ich hatte tatsächlich keinen einzigen FPS gefühlt mehr dadurch geholt durch die Wasserkühlung, nur ungefähr 20 Watt, die meine CPU jetzt weniger verbraucht. Ist natürlich auch nicht schlecht, ein bisschen weniger Strom zu verbrauchen, abgesehen davon, dass die restlichen Bauteile der Wasserkühlung jetzt deutlich mehr verbrauchen, als ich immer dadurch einspare. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich, wie gesagt, dadurch auch nicht mehr Leistung bekommen und nun ist nun mal die einzige Möglichkeit, dass ich ein ganzes Upgrade mache und wenn ich ein Upgrade mache, dann werde ich mir auf jeden Fall auch ein neues Mainboard kaufen, weil eben mal das Ganze auf dem jetzigen Mainboard mit Overclocken zum Beispiel alles auch nicht wirklich funktioniert. Ich
bin ja eben halt häufig viel zu voreilig und will mir irgendetwas Neues dann direkt kaufen, aber wie gesagt, bringt nichts. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.